Adele, sie mischt sich in und Piques Rosenkrieg ein. Shakira, 46, und Gerard Pique, 36, liefern sich nach ihrer Trennung einen waschechten Rosenkrieg. Der Ex-Kicker betrug die Sängerin, sie kam ihm auf die Schliche und verarbeitete ihren Kummer prompt in einem Song. In BZRP Music Session 53 rechnet sie mit ihrem Ex und Vater ihrer Kinder, Milan, 9, und Sascha, 7, knallhart ab. Das ist auch ihrer Kollegin Adele, 34, nicht entgangen. Bei einem Auftritt in Las Vegas vergangene Woche befragte sie eine Zuschauerin im Publikum, wer ihre Lieblingskünstlerin sei. Als diese mit Shakira antwortete, platzte es aus Adele heraus: Oh, ich habe ihre Performance gestern Abend bei Jimmy Fallon gesehen. Oh, ihr Ex-Mann ist in großen Schwierigkeiten. Ein freches Lachen konnte sie sich dabei nicht verkneifen. Auf wessen Seite die Britin steht, ist also ziemlich eindeutig. Sein Blockbuster Top Gun, Maverick, war bei der diesjährigen Oscarverleihung in 6 Kategorien nominiert. Doch Hauptdarsteller Tom Cruise, 60, glänzte durch Abwesenheit. Offiziell begründeten Quellen aus dem Umfeld des Hollywood-Stars seine auffällige Abwesenheit mit Terminproblemen. Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, sei die Ursache jedoch weitaus persönlicher Natur. Der Actionheld habe einer Begegnung mit seiner Ex-Frau Nicole Kidman, 55, aus dem Weg gehen wollen, munkelt man angeblich. Tom war nicht da, weil sie da war, und er wollte kein Zusammentreffen. So eine Quelle gegenüber dem britischen Blatt. Eine Annahme, die durchaus ihre Berechtigung haben könnte. Bei ihrer Scheidung vor über 20 Jahren ging das Ex-Paar nicht unbedingt freundschaftlich auseinander. Tom und Nicole hatten am 24. Dezember 1990 geheiratet. Die beiden adoptierten 2 Kinder. Isabella, 29, und Connor, 27, sind Berichten zufolge wie ihr Vater Mitglieder von Scientology. Nach der Trennung teilten sich die beiden Stars zunächst das Sorgerecht für die beiden. Doch immer wieder tauchten Gerüchte über eine fortschreitende Distanzierung zur Mutter auf. Wie die Schauspielerin und Scientology-Aussteigerin Lia Remini, 52, in ihrem Enthüllungsbuch Troublemaker, wie ich Hollywood und Scientology überlebte, behauptete, wurde Nicole für ihre beiden Adoptivkinder von der Kirche zur sogenannten suppressive Person, Abkürzung, SP, zu Deutsch, unterdrückende Person, erklärt. Ob inzwischen wieder eine Annäherung stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Wenn es um ihre Tochter geht, kommt Jennifer Grey, 62, gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Stella Gregg ist der ganze Stolz der Schauspielerin, das lässt sich auch unschwer an ihrem letzten Instagram-Posting erkennen. Das hier ich meine, komm schon, schreibt der Dirty Dancing-Star zu einer Aufnahme der 21-Jährigen und setzt den Hashtag Imetis, Deutsch, das habe ich gemacht, dahinter. Die Community der Amerikanerin zeigt sich begeistert und sieht durchaus Ähnlichkeit bei dem Mutter-Tochter-Duo. Sie ist wunderschön wie ihre Mutter. Nicht ist besser als die Liebe zwischen Mutter und Tochter, findet eine Userin. Sie ist Baby in Dirty Dancing, meint ein anderer. Ich liebe, dass sie wie eine perfekte Verschmelzung von dir und Clark aussieht. Ein wunderschönes Mädchen, stellt ein weiterer Fan fest. Stella stammt aus Jennifer Greys Ehe mit Schauspieler Clark Gregg. 60. Das Paar trennte sich 2021 nach 20 gemeinsamen Jahren. Für Colin Farrell, 46, war es ein ganz besonderer Sonntagabend, der Schauspieler war bei der 95. Oscar-Verleihung für seine Rolle in The Banshees of Inisherin als bester Schauspieler nominiert. Doch damit nicht genug, denn er ließ sich zu diesem besonderen Event in Los Angeles von einem seiner Söhne begleiten. Stolz posierte er an der Seite des 13-jährigen Henry für die zahlreichen FotografInnen, auch für sie ein äußerst seltenes Motiv. Beide trugen schwarze Samtsmokings und genossen den gemeinsamen Auftritt sichtlich. Henry stammt aus Farrells Beziehung zu seiner Schauspielkollegin Alicia Bachleder-Kurus.
39. Mit seiner Ex-Freundin Kim Bordenave, 51, hat er einen weiteren Sohn. James ist mittlerweile 19 Jahre alt. Während seiner Dankesrede bei den diesjährigen Golden Globes im Januar nutzte Colin Farrell die Gelegenheit, seinen Söhnen eine Liebeserklärung zu machen. Meine Kinder sehen sich das von zu Hause aus an. James und Henry, die Lieben meines Lebens, ich liebe euch so sehr, so seine emotionalen Worte. Sie haben News verpasst, die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: people.com, instagram.com, dailymail.co.uk, twitter.com.